Und so ändern sich einfach die Zeiten. Früher war der Fokus auf, jeder muss so schnell wie möglich Ausbildung und arbeiten und du musst das werden und das machen, um das zu erreichen und das zu haben. Und das finde ich, wird in unseren Generationen mittlerweile schon anders, weil man ist ja nicht nur auf der Welt, um Tag und Nacht zu arbeiten und noch mehr verdienen, weil das bringt ja dann irgendwann dann auch nichts mehr, wenn du gar keine Freizeit mehr hast und das Leben irgendwie halbwegs genießen kannst. Den Roman kenne ich schon ewig. Er war von Anfang an beim Truckausbau dabei. Und jetzt besuchen wir den Roman zu Hause im Zillertal und wollen da steile Rinne befahren, die er sich schon lange anschaut. Daheim bin ich in Ramsau im Zillertal jetzt eigentlich. Der Bella in Wohnung schon seit jetzt 6-7 Jahren jetzt und die Kleine ist jetzt 3,5. Malu, ja, das ist jetzt unser Zuhause. Gute Baser, im Arlberg bin ich nur 1,5-2 Stunden und Zillertal gibt es auch genug Möglichkeiten. Und so wie es heuer war, war ich eigentlich nur daheim, weil da kennt man sich aus und der Schnee war super und in 5 Minuten bin ich bei der Gondel. Für die Mami ist es auch nicht einfach, wenn ich dann den ganzen Tag am Berg bin und dann heimkomme und eigentlich mal Ruhe haben möchte. Oder mittlerweile ist ja beim Skifahren ist ja mit dem nicht angetan, weil es kommt ja dann noch der ganze Social Media Posten und Sponsoren, Geschichten, E-Mails und so weiter. Also ich versuche dem Malu das mitzugeben, dass er bei uns eigentlich alle Möglichkeiten hat, in der Natur irgendwie Spaß zu haben, draußen zu sein, die Ruhe im Wald und versuchen das zu ermöglichen oder ihr zu geben, was er braucht oder was er will, um dass sie einfach Spaß hat an dem, was sie macht. Oh. Im Sommer bin ich ja viel zum Jagen unterwegs, viel draußen im Wald. Und neben dem Skifahren immer wieder mal draußen bin, und zu schauen, wie es die Viecheln geht. Und eben beim Füttern dabei, beim Berufsjäger. Und das ist einfach wichtig, dass vor allem so wie heuer in der Notzeit, wenn es zu kalt ist und zu viel schneit, dass die dann auch noch ein bisschen ein Hai oder was zum Fressen haben. Weil da haben sie es dann wirklich rund zart in der Zeit, dass sie da dann gut über den Winter kommen quasi. Seitdem die Malu selber Skifahrt, habe ich irgendwie auch wieder mehr Freude daran entdeckt, weil ich einfach sehe, wie cool oder wie sie sich entwickelt, was für Freude ihr das macht. Weil es war dann teilweise schon so, dass ich eigentlich dann nur noch rausgegangen bin, wenn es richtig gut war zum Filmen. Und du kommst dann du weißt eh, wie es ist, du kommst dann selber eigentlich nicht wirklich zum Fahren, weil es ist dann immer Kamera, dann ist ewig rumstehen, dann sind die Bedingungen gut und denkst, was mache ich da eigentlich? Fährst ein oder zwei Lines, dann könntest du den ganzen Tag rumfetzen. Also im Endeffekt, wenn ich bei mir daheim in der Früh aufstehe und beim Fenster rausschaue, dann schaue ich genau auf die Flanke, auf die Rinne rauf. Wenn ich dann auf die andere Seite rübergehe zu meinem Büro und rausschaue, dann schaue ich auch genau da rauf auf die Rinne. Da hat man schon oft gedacht, boah, das wäre eigentlich ganz geil, um mal da irgendwie runter zu fetzen. Da war es auch geil, da dann endlich umzustehen, weil ich mir schon gedacht habe, jahrelang da oben stehen. Auch wenn die Hosen relativ voll waren schlussendlich und die Oberschenkel gekrampft haben. Ah, das hat mir sein jetzt nicht so. Ich hab voll den Kram aufgezogen, weil ich so geschissen hineingestanden bin jetzt da. Klassischer Lensch. Boah, alter Schwede. Ja, wahrscheinlich irgendeine innerliche, geistige Befriedigung, dass man weiß, das hat man jetzt gemacht und das geht und funktioniert. Aber ich glaube, das kann da wahrscheinlich auch kein Alpinist oder sonst anderer Extremsportler sagen, so genau, dass der das eigentlich macht. Weil halt mehrere Sachen zusammenkommen, was den dann irgendwie erfüllen. Und ich bin auch draufgekommen, dass einfach auch überhaupt nicht dafür steht, irgendwie zu massiv was zu riskieren, weil schlussendlich interessiert es dann im Nachhinein eh niemanden, ob das jetzt wirklich gesprungen, gefahren oder was auch immer bist. Nach ein paar Wochen fragt wahrscheinlich eh niemand mehr. Und wenn dann alle Hacks noch hast oder alle Bandeln oder was auch immer, dann hat sich halt auch nicht ausgezahlt. Ja, voll geil.
bin der Roman Romaser, bin 33 Jahre alt und lebe mit meiner Familie im Zillertal. Ich habe früher den Fabi schon öfters mitgenommen zum Skifahren, weil er so zum Frühjahr angefangen hat. Und mittlerweile ist es so, dass er mich mitnimmt auf seine Reise mit dem Snowmites Truck in alle möglichen Länder. Bin gespannt, wo es in Zukunft noch hingeht mit dem Snowmites Truck. Sorry. Dann hoffe ich, dass oben die Hitten offen hat am Gipfel.